Jetzt machen wir hier zwischendurch einen kleinen Vergleich, denn ich möchte Teebeutel nicht unbedingt per se verteufeln. Teebeutel sind nicht unbedingt schlecht. Es kommt immer darauf an, was drin ist. Auch wir haben ja Teebeutel bei uns im Sortiment, unsere Masterback-Pyramide. Ja, ist ein bisschen Werbung jetzt, ich weiß. Und die Pyramide hat den einfachen Hintergrund, dass wir hier im Vergleich zum klassischen Doppelkammerbeutel viel mehr Platz für den Tee haben. Ich lege das mal hier auf meine Pappe und zeige euch das mal. Also die Pyramide bietet einfach deutlich mehr Platz für meinen Tee. Und das sehe ich auch. Ich schneide das jetzt mal auf. Wir Teetester, wir schneiden immer ganz viele Teebeutel auf. Deswegen sind wir auch in Cafés und so immer sehr beliebt. So, ich schneide jetzt nochmal hier so einen Teebeutel auf, um euch zu zeigen, wie jetzt hier der gravierende Unterschied zwischen einem klassischen Teebeutel und einem Pyramidenteebeutel ist. Und das gilt, ich möchte fast sagen, für alle Hersteller von Pyramidenbeuteln. Hier haben wir nochmal den Vergleich, das ist der klassische Teebeutel und hier haben wir das, was in der Pyramide drin ist. Und da sieht man schon, das ist ein himmelweiter Unterschied. Deswegen können die auch nicht 99 Cent für die Packung kosten, die sind ein bisschen teurer. Das liegt aber daran, dass wir hier den gleichen Tee drin haben, den wir auch lose verkaufen. Das ist also der Unterschied. Nur mal so eine Relation für alle Ingenieure, die uns vielleicht zuschauen. Also bei einem klassischen Doppelkammer-Teebeutel kann ich bis zu 1000 Stück die Minute heute produzieren. Das sind so die Maschinen, die aktuell modern sind. Hier bei denen sind wir bei einer Taktung von 50. Also 20 mal weniger Teebeutel können wir in die Pyramide füllen als in einem klassischen Teebeutel. Dafür haben wir auf jeden Fall ein Produkt, das den losen Tee bestmöglich in seiner Form behält. Jetzt habe ich schon wieder ganz viel geredet. Ich mache mal den Wasserkocher an und gieße einfach mal auf. So, jetzt nehmen wir hier mal den Vergleich. Pyramidenbeutel, klassischer Beutel und mein Wasser hat jetzt gerade gekocht. Wir Tee-Taster haben auch immer kochendes Wasser übrigens, nur kein Tee-Timer fällt mir gerade auf. Die Nathalie organisiert mir bestimmt noch gleich einen Tee-Timer. Ach, hier vorne habe ich noch welche. Da hatte ich noch welche. Nehmen wir den zweiten hier. So, zack. 2 Minuten ist die angegebene Zeit für den Earl Grey. Denn das ist ja unser Tee des Tages heute. Und jetzt schauen wir mal hier, wie sich der Tee verhält. Oh, da sieht man schon deutliche Unterschiede. Und wie das Ganze jetzt noch 2 Minuten aussieht, bin ich mal gespannt.